Das Bewegungsgesetz zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung sehen wir uns in diesem Video an. Es gibt Formel, Beispiel und Erklärung. So, das hier ist die Formel zum Bewegungsgesetz, und zwar für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Wir haben s ist gleich v² durch 2a. Bedeutet, die Strecke ist gleich die Geschwindigkeit quadriert durch 2 mal die Beschleunigung. Wichtig ist, bei diesem Gesetz hier braucht ihr die Zeit nicht. Also wenn du eine Aufgabe hast, ein Beispiel hast zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung und hast die Zeit nicht gegeben, dann kannst du unter Umständen mit dieser Formel hier rechnen. Machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, die Geschwindigkeit sei 5 Meter pro Sekunde und die Beschleunigung sei 10 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Wie groß ist jetzt die Strecke? S ist gleich V zum Quadrat. Also wir haben 5 Meter pro Sekunde und das müssen wir quadrieren. Wichtig, nicht 5 quadrieren, sondern die Geschwindigkeit insgesamt, und das ist nun mal Zahl und Einheit. Also 5 Meter pro Sekunde, das Ganze muss quadriert werden durch 2 mal die Beschleunigung, also a 10 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das hier müssen wir ausrechnen, ist gleich, so, 5 Meter pro Sekunde mal 5 Meter pro Sekunde. Das hier ausgeschrieben bedeutet das hier durch 2 mal 10 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Müssen wir ausrechnen. 5 mal 5 ist 25. Meter mal Meter ist Meter Quadrat. Sekunde mal Sekunde hier im Nenner ist Sekunde zum Quadrat durch 2 mal 10 ist 20. Und zwar Meter durch Sekunde Quadrat. Meter durch Sekunde Quadrat. Das Ganze können wir ausrechnen. Ist gleich. Zahlenmäßig 25 durch 20. 25 durch 20 ist 1,25. Wir haben hier Meter Quadrat und Meter, kürzt sich ein Meter raus, bleibt also ein Meter übrig. Und Sekunde Quadrat kürzt sich gegen Sekunde Quadrat, das heißt, es bleibt als Einheit nur Meter übrig. Das macht auch Sinn, eine Strecke kann man ja in Meter angeben. Und zwar 1,25 Meter. Bedeutet, wir haben ein Objekt, das hat eine Beschleunigung von 10 Meter pro Sekunde zum Quadrat, ist jetzt 5 Meter pro Sekunde schnell, und das bedeutet einen zurückgelegten Weg von 1,25 Meter. Das hier war jetzt das Bewegungsgesetz zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Wenn dich ähnliche Themen noch interessieren, dann schau hier mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir noch weitere ähnliche Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Physikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.